Immer wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Ein jeder kennt diesen Spruch. Und damit grüße ich euch alle. Es ist absolut legitim, sich hinzusetzen, um auszuruhen und durchzuatmen. Aber auch den Mut zu finden, sich vertrauensvoll an einen Menschen zu wenden, der sich in unseren Lebenskrisen auskennt und helfen kann. Kann eine Krise nicht auch eine Chance sein? Jeder Körper spricht eine Sprache, seine eigene Sprache. Doch dazu braucht er die Zeit und Einsicht, wofür sein Geist Worte finden muss. Gerade jetzt in dieser Zeit, wo sich draußen Kälte und Nässe die Hand geben und man sich ständig mit einem anderen Zipperlein herumschlagen muss, ob man gesundheitlich angeschlagen ist oder überhaupt in irgendeiner Sache Zweifel hat, muss man all das Negative verdauen. Und alles braucht seine Zeit. All das Klagen über dieses und jenes nützt nichts. Gerade in Krisen benötigt man die Zeit, um sich neu zu orientieren und einen Neuanfang zu starten. Wer hindert einen daran, etwas Neues zu tun, was einem letztendlich die eigene Zufriedenheit geben kann? Sind die Beschwerden, Klagen und Zweifel doch nicht so schwerwiegend? Und wer kann das entscheiden? Nur du. Und dann kannst du dich auch mit den neuen Dingen beschäftigen. Sage dir, nur ich kann es schaffen und ich will es schaffen. Nur, wer hilft mir? Ja, immer wenn du denkst. Und so sage dir, ich bin der Meister meiner Seele, meines Geistes und meines Körpers. Ja, und dann kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Und dieses Licht kann Hilfe sein. Eine Hilfe, die du brauchst. Hole sie dir bei einem Menschen, der sich in diesen und mit diesen Problemen auskennt. Erwache und ändere. Nur du kannst entscheiden, das Licht zu sehen und dir dann die Hilfe holen. Ich, Derya, bin für dich da. Ich bin gern das Licht, das dir die Hilfe bringt in all deinen Lebensfragen, wie auch Lebenslagen. Ich kann dir helfen in Körper, Geist und Seele. Und dabei musst du nichts tun, sondern nur anrufen. Die Telefonnummer, die siehst du hier unten. In lichtvoller Liebe, eure Derya.